Der dritte Bäcker der LBS Baden möchte euch herzlich willkommen heißen und den Beruf Bäcker etwas näher bringen. Unseren Beruf sollte man eigentlich nicht Bäcker nennen, sondern Gärungstechniker und Teigdesigner. Man benötigt dabei viel Kreativität und Wissen. Wir werden jetzt den Tagesablauf des Bäckerlehrlings Florian verfolgen. Früher bin ich nicht gern aufgestanden in der Früh, weil ich immer gern viel schlafe. Aber jetzt fällt es mir schon besser, weil ich mich da schon dran gewohnt habe. Jetzt gehe ich früher schlafen und dafür bringe ich auch meine Stunden zusammen. Einmal habe ich verschlafen, da war aber der Chef nicht so erfreut dran, weil er gesagt hat, der Tag wartet nicht auf dich, er gehört aufgearbeitet. Ich gehe immer zu Fuß in die Arbeit, weil ich in der frischen Luft bin und weil ich gerade 10 Minuten in der Arbeit habe. Es ist umweltfreundlich und ich werde dadurch besser munter und bin dann arbeitsfähig. Ich arbeite bei der Bäckerei Schlögl. Bäckerei Schlögl. Wir haben 2 Lehrlinge, einen Meister, 2 Hilfsarbeiter und 2 Gesellen. Und wir haben 2 Gehfahrer. Wir produzieren 1000 Semmeln pro Tag, 500 Brot und 50 Wacher, Plunderteige. Mein Betrieb ist seit 1965, ist ein Familienbetrieb. Und mit meinem Lehrling Florian bin ich zufrieden. Wenn ich um 2:30 in die Firma komme, da kommt der Brotgeruch schon entgegen. Weil schon viel hergerichtet ist, der Tag schon bereitet ist. Der Nachteil bei uns in der kleinen Firma ist halt, dass wir die Säcke selber eintragen müssen. Es wird im Gegensatz zu den großen Betrieben. Da kommt das alles automatisch vom Silo, aber braucht es einen Computer eingeben. Ein großer Punkt in der Bäckerei ist die Hygiene. Man sollte sie einhalten, auch wenn kein Lebensmittelinspektor da ist. Handwaschen, desinfizieren, Piercing ausgeben und richtige Arbeitskleidung ist wichtig. Als erstes steht das Brot am Programm. Beim Brot ist der erste Arbeitsschritt das Auswiegen. Dann wird es gewirkt und in Formen oder in Simperl platziert. In die 3 Jahre Lehrzeit habe ich viel an Fachwissen und Geschicklichkeit dazu gelernt und darf von mir aus selber sagen, dass ich in dem Gebiet nicht schlecht bin. Vor ein paar Monaten haben wir einen neuen Lehrling gekriegt. Da er sich noch nicht wirklich auskennt, hat er gleich einmal was vergessen beim Mischen. Salz und Hefe. Und ich denke gar nichts in der Bäckerei. Haben wir gleich ein ganzes Wagerl Semmeln weggeschmeißen können. Mir sind aber auch schon öfters Fehler passiert. Nein, Florian, was hast du schon wieder angestellt, Florian? Muss ich jetzt seit 2 Stunden in der Bäckerei wieder stehen? Ah, Fehler macht jeder. Aus dem Fehler lernt man. Das Schöne am Beruf ist, dass man Teamarbeit beweisen kann, kreativ sein kann und dass man jetzt schon früher daheim ist, wenn die anderen erst in die Arbeit fahren. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Backe, 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 backe Kuchen. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz. Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen schi, in den Ofen rein. Semmelbäcker steht so gut, Salzer kann Spätzladen gut, Gipfel Bio. Da ist immer sehr wichtig, dass man genau arbeitet, weil sonst das Produkt im Endeffekt nicht schön ausschaut.
Was mir auch Spaß macht, ist das Stritzelflechten. Da ist immer sehr wichtig, dass man in richtigen Reihenfolge flechten tut. Bei den Stritzeln haben wir jetzt den rechten über den zweiten von links und dann den linken über den zweiten von rechts. Und so in gleicher Reihenfolge, bis er also fertig ist. Meistens ist in der Arbeit recht stressig, damit die Kunden halt zur rechten Zeit ihr Gepäck frisch bekommen. Gefällt auch, dass man die eigenen Produkte selber kosten kann und sie austoben kann. Man kann es belegen mit verschiedenen Sachen und es ist sehr vielfältig. Wenn das ganze Gebäck und Brot fertig ist, kommt es zum Ausbacken. Und dann im Anschluss werden wir dann gleich die Backstube sauber zusammenrahmen, dass wir morgen wieder losstarten können in der Früh. Dabei ist wichtig, dass die Tafel gescheit abputzt ist, dass keine Torgreste umbicken, am Boden gescheit zusammengekehrt ist und Fliesen ab und zu mal abwischen. Manche Leute können nicht in die Bäckerei kommen, darum fahren wir immer ausliefern, da wo die Leute sich immer schon freuen, wenn der Bäckertatschkerl wieder kommt. Wenn der Geifahrer durchfährt durch die Ortschaft, hört man die Leute schon wieder reden: Unser Kipfelschmied ist da! Unser Bäckertatschkerl ist da! Unser Kipfelschmied ist da! Unser Kipfelschmied ist da! Manche ödele Leute taten am liebsten den Geifahrer eine ganze Lebensgeschichte erzählen. Gott sei Dank ist der Bäcker jetzt da, ich hab schon so einen Hunger. Grüß dich, Herr Bäckerbauer! Ich muss Ihnen was erzählen. Gestern bin ich auf der Straße gegangen und der Kipfelschmied ist auch wieder da. Was hast du denn mitgebracht? Der Zeitung steht auch immer. Das Knie tut mir so weh. Könnten Sie mir bitte das Gepäck raufbringen? Dürfte ich Ihnen etwas erzählen? Aber das geht ja gar nicht. Dann bin ich trägstig auch noch und war halb ausgerutscht. Der Juwelier wurde ausgeraubt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn ich dann heimkomme, gehe ich meistens dann 2 bis 3 Stunden schlafen, dass ich wieder fit bin. Danach betreibe ich meistens Sport daheim oder treffe mich mit Freunden, die was gerade Zeit haben, weil ich ja den restlichen Nachmittag frei habe. Das ist super, wenn man einen Nachmittag frei hat. Ach, ist das super, da jetzt im Freibad liegen, währenddessen die anderen in der Arbeit sind oder in der Schule. Ja, stimmt. Das ist super in unserer Arbeit. Was machen wir als Erster? Hause mit Druck, oder? So macht man das. Bäcker ist so der Beruf, wo man sagen kann, dass man nie arbeitslos werden kann, weil Brot braucht jeder. Bäcker ist einer der wichtigsten Berufe, denn die Menschheit braucht immer etwas zum Essen. Yeah.